Dieter, Notsituation. Das muss klappen mit dem Pass. Ich muss hier weg. Guck die Scheiße an hier. Ich muss hier weg. Ah, Scheiße. Ciao, ciao. Hallo und Savadikap. Ja, Hilferuf aus Deutschland, Probleme mit dem Thailand-Pass. Ja, der Sven schreit im Schnee, Hilfe, Hilfe, hol mich hier raus. Ja, wir haben für den Sven am 12.11. den Thailand-Pass beantragt. Danach hat man Bescheid gekommen, ja, das wird alles mal stillgelegt. Ab 1.12. geht's weiter. Am 1.12. kamen wir eine E-Mail. Sie brauchten die Hotelrechnung, wo auch der Covid-Test, dass der bezahlt ist, mit dabei ist. Haben wir uns beim Thailand-Pass wieder eingeloggt und was war? Re-Regist, ja, beim COE bist du reingegangen, hast du geguckt, wo sie denn noch was haben wollten und hast es wieder hochgeladen. Re-Regist gibt's gar nicht. Kein Fall zum draufklicken. Wenn du solche Sachen hast, musst du den ganzen Antrag wieder neu machen, komplett neu. Alles klar, neu gemacht, das gewünschte Dokument eingegeben und abgeschickt. Am 2.12. Heute, am 12.12., ja, kommt das, der Thailand-Pass. Wirklich, wir haben einen Monat gebraucht, um den Thailand-Pass zu kriegen. Es ist also nicht ganz so einfach, die ganzen Sachen so zu machen. Ich habe also gehört, einmal, wenn du den Impfpass, also das Impfzertifikat hochlädst, sollst du nachher nochmal den Code hochladen. Ich habe den Code ausgeschnitten mit Photoshop in eine hohe Pixelzahl eingesetzt. Ich habe es 10-mal probiert in verschiedenen Möglichkeiten, den Code einzeln einzusetzen. Immer wurde er nicht angenommen. Okay, lässt er das Häkchen weg, geht halt auch so weiter, nur mit dem Impfpass. Und man sagt, es doch, wenn der Code nicht dabei ist, dauert es länger. Ja, okay, aber von der ersten Anmeldung zur zweiten Registrierung war der Antrag schon wieder anders. Vorher konnte man zwei Dokumente hochladen bei den Sachen. Das ist die letzte Seite. Steht also drin, wo man hinfliegt, wann man da ankommt und dann ein Dokument hochladen. Aber es steht nicht, bei was für ein Dokument. Lädst du die Buchungsbestätigung hoch, ist es falsch. Nein, sie wollen die Hotelrechnung mit den Covid-Test haben. Das Problem ist, in Phuket musst du den Covid-Test extra buchen, nicht mit dem Hotel zusammen. So, im Hotel kannst du nur Taxi und das Hotel buchen. Den Covid-Test, da gibt es extra eine eigene Webseite für. Ja, es ist also nicht ganz so einfach, den Thailand-Pass auszufüllen. Man müsste also genau gucken. Und das Problem ist, wenn sie noch was haben wollen, muss man komplett wieder neu registrieren. Und wenn man sich neu registriert, kriegt man auch wieder eine neue Nummer. Und dann steht dabei, Bearbeitung zwischen 3 und 7 Werkstage. Ja, so. Ich habe Leute, oder ich kenne Leute, die haben die Sachen gemacht. Die waren in 10 Minuten, kam die Rückbestätigung mit dem Thai-Pass. Aber wir haben jetzt nur mal einen Monat gedauert. Gut, jetzt war das Problem, mit der Seite wurde umgestellt. Ja, und dann jetzt nochmal vom 2. bis zum 12. Ja, das ist ganz schön lange.
Dann habe ich noch einen Hilferuf von Michael. Der hat ein E-Visa beantragt, ein AO-Visa. Er hat den Antrag ausgefüllt, hat bezahlt 175 Euro und nach einem Tag kam die Ablehnung von dem Visa ohne Begründung und die 175 Euro waren weg. Ja, da muss er jetzt mal schauen, was da ist und das Gleiche nochmal machen, ich weiß es nicht. Ja, also es ist nicht alles nicht so einfach. So, manche geht es schnell, bei manchen langsam. So, geht auf die Seite, lest euch das alle durch. Und lest euch alles zweimal durch, bevor ihr ausfüllt und wegschickt. Weil wenn irgendwas nicht richtig ausgefüllt ist, müsst ihr nochmal die ganze Sache machen. Und der ganze Prozess fängt von vorne wieder an. Ja, das war's für heute. Kleiner Hilferuf vom Sven und von Michael. Der Sven hat mir ein kleines Video geschickt. Das ist ja mit dabei. Ja, das war's für heute. Es freut mich für den Sven, dass er jetzt alles fertig hat. So, das war's für heute. Wenn es euch gefällt, was ich so mache, gebt mir ein Like. Bis dann und tschüss, der Dieter.